Einfach genial unterwegs nach Untergruppenbach im Landkreis Heilbronn. Hier lebt Erfinder Martin Lang zusammen mit seiner Frau und 3 Kindern. Sein Heim bietet reichlich Wohnraum, vom Erdgeschoss bis unters Dach. Abstellfläche gibt es auch, aber für 5 Personen viel zu wenig. Auf dem Dachboden herrscht Chaos. Ich habe das Problem, ich habe den Dachboden aufräumen wollen. Und ich komme hier einfach durch die Dachschrägen, bekomme ich da keine Regale, die es ermöglichen, einfach den Platz optimal auszunutzen. Mit einem normalen Regal kommt er hier nicht weiter. Das Problem weckt Martins Erfindergeist. Die Lösung? Ein bewegliches Regal, das an jede Schräge passt. Ich habe dann auch versucht und geschaut, wie das mit dem Winkel, wie sich das verhält. Ist natürlich schwierig. Auf dem Papier zeichnen kann man alles, aber man weiß ja nicht nachher, ob das nachher im Winkel bleibt und ob das überhaupt funktioniert. Da habe ich gedacht, ich mache mal einfach ein paar Modelle aus Karton. Da kann man am besten probieren. Monatelang hat Martin sein Pappmodell perfektioniert. Schwenkbar musste es sein und trotzdem gerade. Für ein zweites Modell hat er extra kleine Holzteile anfertigen lassen. Das funktionierte schon viel besser. Wo ich gesehen habe, dass es alles im Winkel bleibt, dass es alles passt, das war natürlich schon ein Highlight. Nach 3 Jahren Modellbau nahm die Erfindung immer mehr Form an. In seiner Leidenschaft zimmerte Martin den kleinen Regalen sogar ein passendes Zuhause. Gut, ich habe mir dann so eine Art Puppenstube zusammengebaut, habe das dann auch tapeziert und Teppichboden reingelegt. Aber irgendwann war dann der Zeitpunkt, so Modelle reichen einfach nicht aus. Da habe ich gedacht, ich muss das in Großhersteller lassen. Heute ist der große Tag. Martin erlebt die Geburtsstunde seines Regals in XXL. 3 Stück hat er beim Schreiner bestellt. Ich bin natürlich total gespannt, aufgeregt. Bin echt gespannt, ob das was wird. Ob es nachher in groß auch so in etwa aussieht wie in klein. Und vor allem auch, ob es von der Optik her passt, ob die Dimensionen und so weiter stimmen. Ob sich Martins Traum vom beweglichen Regal erfüllt, liegt jetzt in der Hand von Schreinermeister Jens. Hey Jens, hallo, grüß dich. Ja? Gut, bei dir? Es ist fast fertig. Die einzelnen Teile müssen Jens und Martin noch verschrauben. Der Clou? Ein schwenkbarer Fuß. Er macht das Regal flexibel und an jede Schräge anpassbar. An der Innenseite der Rückwand sind Gewindemuffen. An den Einlegböden die passenden Schrauben. So bleibt's beweglich. Aber stimmen die Winkel? Ja, steht das schon. Steht. Und jetzt genau. Können wir mal schauen, wenn man schwenkt. Genau. Okay. Der erste große Test. Sieht recht gerade aus, das ist okay. Also sieht echt super aus, Jens. Hast echt super gemacht. Nach 3 Jahren Tüftelei ist Martins Erfindung endlich fertig. Jetzt steht der Einbau an. Ja, du kommst jetzt gleich nach, oder? Ich komme nach mit dem Hänger, bring die großen Teile mit. Insgesamt hat der Schreiner 3 Regale gebaut. Die sollen nun im Erfinderhaus für Ordnung sorgen. Als erstes auf dem Dachboden. Den Einbau macht man besser zu zweit, denn die großen Seitenteile wiegen einige Kilo. Für höchste Stabilität können die beweglichen Füße mit dem Boden verschraubt werden. Muss aber nicht sein. Wer seinen Fußboden schonen will, verzichtet darauf. Das Regal steht trotzdem. Richtig gut. Top. Steht gut. Sieht auch stabil und gut aus. 15 Minuten Aufbau. Bei den unteren Fächern ist Bücken angesagt. Dafür passt jede Menge Krempel rein. Und Martin setzt sogar noch eins drauf. 83 Kilogramm Körpergewicht. Und es hält. Ich bin sehr zufrieden, doch. Also man kriegt mehr rein, wie ich gedacht habe. Also ich denke, wenn man das noch ein bisschen alles sauber ordnet, dann kriegt man doch sehr viel unter. Sofort geht's im Kinderzimmer weiter. Auch hier sitzt Martins Erfindung perfekt. Man könnte es auch kippen. Wenn es da schräge wäre, kippen muss, dann wird es auch passen. Für Martin Lang sind Platzprobleme im Dachgeschoss Vergangenheit. Wenn es nach ihm geht, soll sein Regal etwa 50 Euro kosten und in jeder Schräge für Stauraum sorgen. Ich habe sehr viel an Zeit und auch Geld investiert. Ich bin jetzt aber froh und stolz, dass ich erstens mal das europäische Patent erhalten habe
Und ich habe ein paar Firmen angeschrieben. Ich habe mal verschiedene Möbelfirmen einfach angeschrieben über E-Mail und muss jetzt mal abwarten, wie die Resonanz ist. Wir sind gespannt.